Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffnen wir das 11. Türchen. Und diesmal mit einer wunderbaren Geschichte von der noch wunderbareren Christina Bruderek. Aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswundernacht, so viele Wunder kommen in meiner Ansprache vor, Weihnachtswundernacht Band 5, herausgegeben von meinem Freund Thomas Lappstein, verlegt von meinem Freund Nikolaus Koch im Brendo Verlag. Ein wunderbares Projekt, wo wir seit 5 Jahren im Grunde genommen als eine ganze Gruppe von Freunden versuchen, immer wieder aufs Neue, neue Perspektiven auf Weihnachten niederzuschreiben. Und es ist ein Wunder, dass uns das immer wieder gelingt. Heute jedenfalls eine Geschichte von Christina Bruderek. Das Buch sagt, Christina Bruderek verbindet Theologie und Lyrik, Spiritualität, Kultur und Politik. Spricht und reimt, reist und schreibt. Initiiert immer wieder Projekte für religiöse Kreative. Sie liebt das Ruhrgebiet, wo sie in einer Kommunität lebt und engagiert sich im Gemeindekulturprojekt, dem CVJM E-Motion. Mit ihrem Mann Ben Seipel zusammen bildet sie das Duo Zweiflügel. Und wenn du mehr über Christina Bruderek wissen willst, dann schau doch mal auf ihrer Homepage nach www.christinabruderek.de. Und ihre Geschichte heißt Weihnachten im Wartezimmer. Nichts fühlte sich in diesem Jahr an wie Advent. Von Weihnachtsvorfreude keine Spur. Alle 3 Kinder waren krank. Und sie würde ganz sicher kein Fieber bei sich selbst messen, denn sie könnte sich ja sowieso nicht ins Bett legen. »Mama«, rief Luise weinerlich. Ihre 4-Jährige hatte wahrscheinlich Durst. Es war ja so wichtig, dass sie genug trank. Dann würden die Sterne eben noch warten müssen, bis sie die Fenster schmücken durften. Sie suchte Luises Lieblingsbecher und lief ins Kinderzimmer. Jakob schlief noch, Gott sei Dank. Sein Kopf war hochrot. Der arme Kleine. »Hier, mein Schatz, hier ist der Tee, den du so gerne magst.« Sie setzte sich an die Bettkante ihrer Tochter und strich ihr die verschwitzten Locken aus der Stirn. Da begann ihr Neugeborenes zu jammern. Sie trug den kleinen Joshua in dem roten Tragetuch vor sich, eng an ihrem Oberkörper. Er wurde lauter. Sie würde ihn stillen und hoffte, dass Luise und Jakob vorerst zufrieden blieben. Joshua, lachte sie kurz auf, ihr Jesuskind. Aber was nützte so ein heiliger Name, der Rettung versprach, wenn es im Leben nur Chaos und Grippe gab? Wenn sich die Mutter überfordert fühlte und allein, wenn es ihr sehnlichster Wunsch war, endlich einmal wieder auszuschlafen und sich in Ruhe die Haare föhnen zu können. »Ach, Maria, dir ging es sicher auch nicht anders als mir. Hattest du das damals, den perfekten Weihnachtsmoment?« Sie legte das Baby an ihre Brust und atmete tief durch. Was für ein Weihnachtsfest würde das wohl werden? Um Platz für den Baum zu schaffen, würde sie erst einmal das Wohnzimmer aufräumen müssen. Heute Abend vielleicht. Wenn sie nicht vorher erschöpft einschlief, natürlich. Wenn die Kleinen sie schlafen ließen. Wenn. Sie hatte auch noch nichts eingekauft, um eine festliche Mahlzeit kochen zu können. Keine Ente, keine Knödel, keinen Rotkohl. Am Ende würde es Brei aus dem Gläschen geben. Aber das konnte sie ihrem Mann nicht antun. Er arbeitete so viel und freute sich auf zu Hause, auf ein traditionelles Essen mit der Familie. Jakob wurde wach und begann zu weinen. »Topf! Aua! Aua! Aua!« Er hielt sich den Kopf mit beiden Händen. Beunruhigt ging sie zu seinem Bett. Joshua an der linken Brust und versuchte, ihren anderen Sohn zu beruhigen.
aber er weinte nur noch lauter. Sie legte die Hand auf seine Stirn und erschrak, wie heiß er sich anfühlte. Vielleicht sollte sie doch zur Kinderärztin gehen. Aber es war so unglaublich aufwendig, alle drei Kinder anzuziehen und ins Auto zu verfrachten. Und draußen war es kalt und regnerisch. Das gäbe sicher ein großes Geschrei. Aua, aua, weinte Jakob. Und Joshua schrie auch, denn er fühlte sich gestört und konnte so nicht trinken. Wie schafften andere Eltern das? Andere Mütter? Diese Familien, in denen alle gemeinsam Plätzchen backen, wo die Kinder aussehen wie niedliche kleine Engel und fröhlich gesungen wird in der Weihnachtsbäckerei. »Ich will nicht mehr liegen«, verkündete Luise und sprang mit einem Hops aus dem Bett. Und das ermutigte Susanne. »Okay, wir ziehen uns warm an und gehen nach draußen.« Für einen Moment schien alles stillzustehen. Jakob hörte sogar auf zu weinen. Luise sah sie verwundert an. Joshua trank wieder. Irgendwie schaffen sie es, sich anzuziehen. Als sie im Auto saßen, hätte Susanne fast geweint. Sie hatte so viele Bilder vor Augen aus dem Bilderbuch. Und kam die Idee nicht auch aus ihrer eigenen Kindheit? Sie wollte Strohsterne basteln, kleine Lichter in den Baum im Garten hängen, ein Knusperhäuschen backen und verzieren, singen, Flöte spielen, die Krippenfiguren aus dem Keller holen. Joshua lag neben ihr im Maxi-Cosi und schien zufrieden. Sie guckte in den Rückspiegel. Luise sah verweint aus und ihre Nase lief. Jakobs Bäckchen waren immer noch rot. Aber vielleicht nicht mehr ganz so knallrot wie eben noch. Sie waren einmal alle drei ruhig. Wenn sie jetzt noch die Weihnachts-CD hörten, dann war es nahezu perfekt. Sie fuhr los. »Lasst uns froh und munter sein. Lustig, lustig«, trällerte es. Sie musste weiter zappen. Es war einfach nicht lustig. »O du fröhliche Puh, leise rieselt der Schnee.« Wie unpassend diese Lieder waren. Das war ihr vorher noch nie aufgefallen. Sie zappte wieder weiter. Es schneite nicht, sondern es regnete. Und leise war es auch nur selten. Wie um das zu unterstreichen, quengelte Luise jetzt, »Mama, was ist mit der Musik?« »Nichts, Schatz«, sagte Susanne und beschloss, die CD einfach laufen zu lassen. »Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen.« »Ja, morgen vielleicht. Zum Glück erst übermorgen. Bis dahin könnten sie alle gesund sein und gebadet. Alle Geschenke würden eingepackt. Ach du Schreck, hoffentlich kam der DHL-Mann nicht gerade jetzt. Nicht auszudenken, sie hätte kein Geschenk für Luise.« An der Ampel guckte sie wieder in den Rückspiegel und lächelte allen tapfer zu. Dann erhaschte sie einen kurzen Blick auf sich selbst. Hatte sie etwa rote Punkte im Gesicht? Vor Schreck würgte sie den Wagen ab. Hinter ihr wurde sofort gehupt. Sie riss sich zusammen und fuhr weiter. Masern? Röteln? Windpocken? Sie durfte einfach nicht ansteckend sein. Mit einem Schwung, der sie selber überraschte, machte sie an der nächsten Kreuzung einen U-Turn. Sie würde zu ihrer Hausärztin fahren. Schon der Gedanke hatte eine heilsame Wirkung. Es würde ihr gut tun, mit der erfahrenen Frau zu sprechen. Als sie im Wartezimmer saßen, hätte Susanne wieder fast geweint. Und wieder kamen die Bilder zu ihr. Buntes Glanzpapier wurde auf Sterne aus schwarzem Tonpapier geklebt. Bratäpfel wurden mit Nüssen und Marzipan gefüllt. Die Großmutter strickte bunte Schals. Die Großmutter. Ihre Mutter war schon vor einigen Tagen nach Ibiza geflogen, um dem Stress zu entkommen. Was denn für ein Stress? Na, sie wollte der sportlichen Witwe ihren zweiten Frühling ja gönnen. Nur etwas Unterstützung hätte sie sich gewünscht.
Joshua begann zu weinen und sie nahm ihn aus seiner Schale auf den Arm. Luise blätterte lustlos in einem Bilderbuch. Jakob stand auf einem Kinderstuhl und guckte aus dem Fenster. Das Wartezimmer war voll. Sie hörte die Viren, Husten, Schnupfen, Keuchen, die Grippewelle. Einige blätterten in Zeitschriften. Jakob rief sie und zeigte mit dem Finger aus dem Fenster. »Mama, guck!« Er schlug mit der kleinen Kinderhand auf das Fenster. »Patsch, klatsch, patsch!« »Mann, oh Mann, raunzte ein alter Mann!« Joshua weinte jetzt lauter. Sie schaukelte ihn im Arm und ging ans Fenster. Jakob hatte einen Weihnachtsmann entdeckt. »Patsch, klatsch!« Die Hand schlug aufs Fenster. Luise rief sie auch. »Mama, wann sind wir dran? Warum sind wir nicht bei Dr. Khaled?« Sie weinte unglücklich. Sie winkte ihre Tochter zu sich und nahm sie auf den Schoß. »Du hast Punkte«, sagte sie und zeigte auf ihr Gesicht. Joshua schrie jetzt. Sollte sie ihn hier stillen? Konnte er denn überhaupt schon wieder Hunger haben? Und wenn sie selber krank wäre, sollte sie ihn dann nicht besser abstillen? »Herrgott, nochmal«, sagte der alte Mann wieder. Und erst jetzt merkte Susanne, dass er sie meinte. Sein Blick war ja nahezu feindselig. Wie unzufrieden und engherzig musste man sein. Sah er nicht, dass sie nicht mehr tun konnte? »Haben Sie Ihre Blagen gar nicht im Griff?«, blaffte er. Fassungslos sah Susanne ihn an. Er war vielleicht 70. Sein Kopf hing nach unten. Er sah aus wie eine riesige, vertrocknete Blume. In der Faust hielt er ein weißes Taschentuch, mit dem er sich regelmäßig über die Nase fuhr. Patsch, klatsch! Jakob wurde jetzt immer lauter. Luise hatte sich über die Worte des Alten erschrocken und beschlossen, zu weinen. Joshua schrie wie am Spieß. Sie japste nach Luft. Was sollte sie dem alten Mann sagen? Musste sie sich entschuldigen? Durfte sie um Verständnis bitten? Schnell den Raum verlassen? Einfach zurück nach Hause? Sich verkriechen? Hoffen, dass die Punkte von selbst wieder verschwanden? Luise zerrte an ihrer Strickjacke. »Ich will nicht hier sein, Mama!« Susanne schaukelte Joshua, der sich aber nicht ablenken ließ. »Mann, oh Mann«, sagte er tatsächlich noch einmal, sichtlich gereizt. In ihrer Verzweiflung hielt sie dem alten Mann entgegen. »Aber es ist doch Weihnachten!« Da hob er seinen welken Kopf und sah sie mit großen Augen an. »Was für grüne Augen!« Ihre Blicke verhakten sich ineinander. Was war los? Was hatte sie gesagt? Bevor sie noch etwas anderes tun oder sagen konnte, nahm sie aus den Augenwinkeln wahr, wie Jakob vom Kinderstuhl auf die Fensterbank klettern wollte. Sie bemerkte, dass der Stuhl wackelte und wegrutschen würde. Ohne noch eine Sekunde zu zögern, legte sie dem Alten ihr Baby auf den Schoß, schnellte zum Fenster und zog den fallenden Jakob in ihre Arme. Erleichtert drückte sie ihn an sich und gab ihm einen Kuss. »Ach, das ist ja noch mal gut gegangen«, flüsterte sie in sein Ohr, und er schlang seine Arme um sie. Als sie sich zu ihren anderen beiden Kindern umdrehte, kamen mir endgültig die Tränen. Joshua hatte sich beruhigt, guckte dem Alten in die großen grünen Augen und gluckste. Luise stand neben ihrem jüngsten Bruder und streichelte seinen Kopf. »Er heißt Joshua und ich bin Luise«, erklärte sie dem alten Mann. Der nickte nur und wiegte das Baby in seinen alten Händen. Als Susanne zu ihm trat, reichte er es ihr entgegen. »Ja, Weihnachten«, er nickte. »Ja, uns ist ein Kind geboren.« Er sah auf zu Susanne und sagte leise, als habe er eine Frage. »Sie haben ihn mir einfach so gegeben?« »Danke.« Er putzte sich wieder die Nase. Wieder blieben ihre Blicke ineinander hängen.
Was für Augen! Ja, danke auch, Sie haben mir geholfen, sagte Susanne. Kein Stern stand über dem Wartezimmer, keine Heiligen brachten Geschenke, kein Engelschor sang, aber das war er, der perfekte Weihnachtsmoment. Das war die Geschichte von Christina Broderick aus Weihnachtswundernacht Band 5. Und vielen, vielen Dank, liebe Christina, für diese zu Herzen gehende Geschichte. Heute ist Sonntag, ihr Lieben. Ich werde mich jetzt etwas später auf den Weg machen und predige heute in Flörsheim-Wicker in der Gemeinde Gottes. Und ich wünsche euch auch wunderbare Weihnachtsmomente, nicht nur im Wartezimmer, vielleicht auch in einem Gottesdienst oder wo auch immer ihr euch heute aufhalten werdet. Ich wünsche euch einen Sonntag, der euch so viel Kraft und Freude und Hoffnung schenkt, dass ihr morgen früh die Woche wieder gut beginnen könnt. Alles Liebe und bis morgen, wenn wir das 12. Türchen öffnen werden und morgen wieder von der Seite Kultautor Micky Wiese aus. Ihr findet den Link unten oder vielleicht auch oben über dem Video. Wie auch immer ihr das sehen werdet. Also, bis morgen.